Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mittelerde Mordor Schatten. Da unten kommt ein Karago rum und zerfrisst erstmal die schöne Uruks. Oh, das ist doch ein schöner Anblick, oder? Oh, er hat seinen Freund gerettet. Oh. Krass, die können doch was. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet irgendwie. Los, Sklaven, rennt, bevor es das letzte, als wäre es das letzte, was ihr tut. Also echt, Gott, wir holen uns mal hier ausnahmsweise so einen Auftrag, glaube ich, oder? Eigentlich würde ich schon gerne erst die ganzen Artefakte und so sammeln. Aber dazu haben wir später auch noch Zeit. Ja, der wurde erschlagen. Der war ja auch gar nicht dabei, wie er abgeschlachtet wurde. Also echt. Was willst du? Mit Stress? Hier. Genau. Er hat einfach keine andere Wahl. Ach du Scheiße, wie viel haben wir bitte schon gemeuchelt, ey. Ja, der biegt sich mal wie immer die Dinge zurecht, wie er sie braucht. Also. Nein, da war Atelas. Wir brauchen es doch noch, ne? Ja, dachte ich mir. Hast du das gehört? Zack! Wow, so viel Erfahrung bringen die gar nicht mal im Vergleich zu Kräutern. Schon ein bisschen traurig, aber egal. So, jetzt wollen wir erstmal den weg. Ich weiß, dass da auch noch ohne Ende Runen rumfliegen, aber to be honest, I don't need it. So. Das sind schon wieder Karabor. So, ihr könnt ihn anders nerven gehen. Hätte ich die Wahl, würde ich alleine kämpfen. Denn keine von euch hätte sich nicht gut auswählen wie ich. Tut mir leid, aber ich muss da hin. So. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Aber selbstverständlich war das falscher Alarm. Was denn auch sonst, ne? Was sollte es auch sonst sein, ne? Ja, wäre absurd, wenn da irgendwas Logisches wäre. So. Mordor könnte unseren Häuptling besiegen. So. Ich weiß nicht, ob mein Gedanke Nur hier alte richtig Waffen ist, wieder aber in Schuss. Der Trottel sollte seine Zeit nutzen, um neue zu machen, die länger halten. Vielleicht sollten wir unsere Schwerter an seinem Leder wetzen. Da war doch ein Geräusch. Der dunkle. Ja, also. Du ihn beleidigst du uns alle. Verstanden? Bitte hilf mir, bevor sie wiederkehren. Zack. Diese Gefangenen dort vorne sind so gut wie tot. Oh.
hat mich nicht gesehen, aber das klar ist. Hier treibt sich ab. So, lass dich mal hier kommen. Hast du das gehört? Zack. Hab ich mir wohl nur eingebildet. Nein, nein. Hier hat niemand was. Ja, richtig. Ich sollte weniger Gott. Wahrscheinlich nur Ratten. Bleibt wachsam. Sicher ist sicher. Halt! Ich habe etwas gesehen. Sieht so aus, als würde jemand Uruks töten. Das hast du nicht getan. Also ich danke dir. So, dann gehen wir eben hier außen rum. Eine Gelegenheit, das ist alles, was ich brauche. Was du brauchst, ist eine Prise Verstand. Stürzt euch auf ihn! Oh, was versucht er denn? Und zack. Ich will nur, dass es vorbei ist. Hilf mir. Wo ist ihr dunkler Herrscher jetzt? Diese fauligen Kreaturen verdienen jeden Hieb, den du ihnen austeilst. Danke, Waldläufer. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und beim nächsten Mal bin ich wieder. Ciao, ciao.